Hallo aus Preußen. Ich bin heute in Alt-Rudowken bzw. Hammerbruch auf dem Friedhof. Der ist wirklich schön angelegt, hier so direkt so im Wald auf einer kleinen Anhöhe. Man kann gut hier nach unten schauen. Hier haben auch noch Deutsche bis in die 60er, 70er hinein gelebt, die dann erst hier in 1967, 69 und so begraben wurden. Traurige Berühmtheit hat der Ort allerdings erlangt, als in der Nacht vom 27. auf den 28.01.1945 betrunkene Rotarmisten hier 40 Zivilisten umgebracht haben, beziehungsweise 36 Zivilisten und zwei französische Kriegsgefangene und zwei deutsche Soldaten umgebracht haben. Dafür gibt es hier auf dem Friedhof auch einen Gedenkstein.